Fabian Inderbitzin aus dem Seerestaurant Belvedere in Hergiswil. Herzlich willkommen, Fabian. Erzähl kurz, was du gemacht hast heute für ein Gericht. Also ich habe mir heute für das heutige Gericht was überlegt, das ich vorher noch nie gemacht habe. Und zwar eine Kombination aus Ziegenfrischkäse und Entenstopfleber. Ich habe mir noch überlegt, die Süße passt sehr gut zum Käse von der Leber, durch die Marinade mit dem Portwein und so weiter. Dann die Cremigkeit vom Käse von der Foie gras zusammen. Ist eigentlich ähnlich von der Konsistenz her. Und da habe ich probiert, eine Karotte in einem Gewürzöl zu schmoren quasi, also bei 90 Grad ca. 5 bis 6 Stunden geschmort, bis sie ganz weich ist, so richtig wachsweich. Anschließend geschält dann und zurechtgeschnitten. Und dann die Leber habe ich mariniert in Portwein, Cognac, also ziemlich alkoholhaltig, auch dass die alkoholische Komponente ein bisschen zum Gericht kommt. Etwa 10 Tage mariniert, anschließend sous vide gegart bei 40 Grad im Wasserbad und abgekühlt, nachher aufgeschnitten, auf die Karotte geschnitten. Dann als knusprige Komponente habe ich einen Olivenchip gemacht, also ein Brotchip mit Olivenöl. Und zusätzlich noch eine Meringue aus Eiweißpulver und Karottensaft. Ein bisschen Kreuzkümmel, dass noch ein bisschen so das Orientalische reinkommt und die Frische. Ja. Besonders die Note hat uns gut gefallen. Wirklich tolles Gericht. Danke dir ganz herzlich. Danke auch. Ja.